Die Rail Baltica ist eine geplante Bahnverbindung von Warschau nach Helsinki. In dieser Dokumentation möchte ich euch dieses Bahnprojekt etwas genauer vorstellen. Fangen wir direkt an. 2014 wurde der 66 Kilometer lange Abschnitt von Warschau nach Sadowne modernisiert. In den nächsten Jahren soll der restliche Abschnitt von Sadowne bis zur polnisch-litauischen Grenze fertiggestellt werden. Wann dies genau passiert, weiß ich aber leider nicht. Im Juli 2011 wurde der 4-Schienengleisausbau auf dem 15 Kilometer langen Abschnitt zwischen Mokava und Sestokai realisiert. Beide Städte liegen in Litauen. Und durch den 4-Schienengleisausbau ist es möglich, mit unterschiedlichen Spurweiten zu fahren. Der Abschnitt von Sestakai nach Marianpole wurde bis 2015 auf Normalspur umgebaut. Dieser Abschnitt ist 28 Kilometer lang und liegt komplett in Litauen. Am 16. Oktober 2015 wurde der Abschnitt von der polnischen Grenze bis Kaunas in Litauen eröffnet. Die Höchstgeschwindigkeit auf diesem Streckenabschnitt beträgt 120 km/h. Und seit dem Juni 2016 gibt es am Wochenende direkte Verbindungen von Bialystok in Polen nach Kaunas in Litauen. Diese Verbindung verkehrt auf Regelspur. Zudem ist eine 250 Kilometer schnelle Neubaustrecke von Kaunas in Litauen bis zur Hauptstadt von Litauen nach Vilnius geplant. Der Streckenabschnitt von der Grenze zwischen Litauen und Lettland nach Jelgava sowie der Streckenabschnitt von Riga nach Valka befinden sich erst in der Planung. Der Hauptbahnhof in Riga wird seit 2022 umgebaut und es ist ein zweiter Fernbahnhof am Flughafen Riga geplant. Auf dem Abschnitt in Estland wurde zwischen Valga und Tartu wurden die Gleise zwischen Valga und Tartu erneuert und zudem wurde der Bahnhof Varga umgebaut und die Anzahl der Gleise im Bahnhof Varga wurden erhöht. Dies ist im Dezember 2010 realisiert worden. Seit November 2019 wird an einem weiteren Streckenabschnitt in Estland gearbeitet. Zudem befindet sich noch ein Tunnel zwischen der Hauptstadt von Estland, Tallinn, zur finnischen Hauptstadt Helsinki in Planung. Dieser Tunnel soll auch für die Eisenbahn befahrbar sein. Nun komme ich zu meiner persönlichen Meinung zu diesem Projekt. Ich persönlich finde das Projekt sehr gut, weil dadurch der Bahnverkehr zwischen Polen, Litauen, Lettland, Estland und Finnland deutlich attraktiver wird, was zu einer nachhaltigeren Mobilität beiträgt. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und ich würde einfach mal sagen, ciao!